Ach, Anthony, was für ein grausamer Schlamassel. Sieh dir das an, Wendels Schande. Meine Krönung wird abgeblasen und ihr macht euch Gedanken darüber, wie ihr 5000 Wendel auftreiben sollt, um diesen blöden Spiegel zurückzubekommen. Wie viel kriegen wir zusammen? Genau 30 Goldwendel. Wie sollen wir bis morgen früh aus 30 Goldstücken 5000 machen? Gib mal her. Nun mach schon. Komm, ich hab ne Idee. Kommt mit. Ich hoffe nur, ihr könnt das mit meiner Krönung wieder gerade biegen. Vertraut mir, das ist eine meiner besten Ideen. Hier, da sind wir. Darf ich dich daran erinnern, dass all deine Ideen bisher ziemliche Pleiten waren? Okay, hier. Jeder von uns kriegt 10 Münzen, klar? Also, einer von uns muss bis zum Morgengrauen ein Vermögen gewinnen. Hier. Danke. Und ich habe etwas für den Prinzen gebastelt. Oh nein. Sag ihr, dass ich mich weigere. Das ist einfach zu demütigend. Er sagt, ihm gefällt es. Glücksbringender Hund, bitte überlasst ihm die Hälfte eurer Gewinne. Wir haben ihn vor 5 Minuten entdeckt. Er will nicht runterkommen. Bleib weg von mir oder ich springe. Ich werde einfach springen und da würde es dir leid tun. Das würde dir einen Strich durch die Rechnung machen. Wenn du etwas auf dem Herzen hast, dann sag es ruhig. Ich weigere mich, ein Mensch zu sein. Ich werde das nicht länger mitmachen. Ich bestehe auf meinem Recht, ein Hund zu sein. Und gibt es dafür einen bestimmten Grund? Tja, wie soll ich mich denn selber streicheln? Ah. Wie könnte ich mir selbst so fehlen, wie mir mein Herrchen fehlt? Ich verlange, ein glücklicher Welpe sein zu dürfen. Schön. Jetzt hast du also deine Argumente vorgetragen. Und nun erlaube mir, dass ich meine vortrage. Hier gibt es von jetzt an kein Herrchen. Dafür nur eine Herrin. Vergiss das ja nicht, Hündchen. Ich habe eine Reitstunde für dich arrangiert. Oh, nein. Eure Einsätze, bitte. Mal sehen. Entschuldigt, schönes Kind, bei welchem Spiel kann man am meisten mit einem Goldwendel gewinnen? Mein Herr, dann solltet ihr beim Hasenjackpot mitmachen. Gewinnchance 1 zu 10.000. Oh, ja. Aber da hat erst einmal jemand gewonnen. Ihr solltet genau vielleicht... Genau das richtige Spiel für mich. Ich erhöhe auf 20. Ich lache nur über eure 20 und erhöhe auf 50. Euer Einsatz, bitte. Mein Einsatz. Oh. Wolf wird den Jackpot gewinnen und dann wird ihn Virginia noch mehr lieben. Aber wenn Wolf gewinnt, dann bekommt Virginia den Spiegel und dann wird Virginia zurückkehren. Oh, verflixt noch eins! 160. Pech, werter Herr. Oh, danke. Juppidu. Nochmal. Sagt an. Habt ihr Meister Bann den Bäckersmann? Seht sie euch an und weint, Freunde. Seht nur all meine glücklichen Familien. Oh, Hunde mögen keine Pferde. Aber Prinzen schon. Rauf mit euch. Na, macht schon. Hoch mit euch. Ganz locker. So ist's gut. Immer mit der Ruhe und rauf mit euch. Na bitte, das hätten wir geschafft. Das Pferd bewegt sich nicht von der Stelle, wenn ihr es nicht befehlt. Zeigt ihm, wer der Herr ist. Ah, helf mir! Hilf mir doch jemand! Anhalten! Langsamer! Eure Majestät, der Prinz ist entkommen. Es gelingt gar nichts.
alles geht schief. Mein schöner, großartiger Plan. Komm zu mir. Komm zu mir und deine Gedanken werden klar. Euren Ratschlag. Der Trollkönig ist außer Kontrolle geraten. Der Hund ist immer noch verschwunden und der Prinz ist entkommen. Bitte, ich erflehe eure Hilfe. Töte den Trollkönig. Aber wie? Er ist so stark. Er hat seine Truppen, die ihn beschützen. Wie habe ich denn Schneewittchen getötet? Die alten Methoden sind immer noch die besten. Gesehen, der sich so übers Verlieren freut. Ach, schönes Kind, wart ihr schon einmal verliebt? Nur ein einziges Mal, mein Herr, in einen Ritter. Oh je. Aber er war verheiratet. Ein Jammer. Ach du meine Güte. Ihr habt den Hauptgewinn im Hasenjackpot. Oh nein. Herzlichen Glückwunsch, 10.000 Goldstücke. Ihr könnt euch euren Gewinn an der Kasse abholen, wenn ihr Setzt wollt. Setzt mich nicht so unter Druck. Ja, das war's. Ich habe alles verloren. Wie läuft's bei dir? Wie sieht's bei dir aus? Ich sag doch, ich habe alles verloren. Genau. Ich ebenfalls. Lass uns frische Luft schnappen. Das hier ist ein hübscher Balkon. Da gibt's jede Menge frische Luft. Ich werde wohl nie wieder nach Hause kommen. Ich werde für den Rest meines Lebens hier festsitzen. Eigentlich sollte ich deprimiert sein. Liegt das an diesem Ort hier, oder was? Oh, Virginia, ich kann es nicht länger vor dir verheimlichen. Mit mir ist gerade etwas passiert. Ich habe gerade... Auch. Ja? Sag mir, dass es nur an diesem Ort liegt. Ja, es ist ein magischer Ort der Liebe. Aber Blumen können nur dort wachsen, wo es Samen gibt. Feuerwerke können nur dort explodieren, wo Pulver in den Raketen ist. Vielleicht gibt es ja doch eine Vorsehung. Oh, da bin ich mir ganz sicher. Vielleicht ist es ja mein Schicksal, mit dir zusammen zu sein. Oh, ja, Virginia, das ist es sicherlich. Vielleicht sollten wir mal sehen, wie es Dad geht. Ja. Eure Einsätze, bitte. Und Frau Filet, die Frau des Schlachters, ergibt ein weiteres Quartett. Gut gemacht, Dad. Oh, ja, ja. Ich habe schon über 600 gewonnen. 600? Ja, ja, aber das reicht noch nicht. Mit Quartettspielen allein werde ich kaum die Bank sprengen.
Ich muss rüber an den Tisch mit hohen Einsätzen. Was spielen wir denn da drüben? Keine Ahnung, ist mir auch egal. Es gibt kein Kartenspiel, vor dem ich Angst habe. Weißt du noch, als wir 93 eine Woche lang in Vegas waren? Ja, wir mussten den Wagen verkaufen. Wie? Nein, das war das Jahr davor. Tu mir einen Gefallen und bring mir einen Eimer für die Chips hier. Da drüben stehen die. Entschuldigt, mein Herr. Ruhe, Sekunde. Wir warten immer noch darauf, dass ihr euren Gewinn abholt. Psst. Ja, okay, okay. Puff, puff. Es heißt, Geld macht einen nicht glücklich, aber es zaubert bestimmt ein Lächeln in mein Gesicht. Oh Mann, ich wünschte, ich könnte dasselbe sagen. 10.000 Goldwände. Möchtet ihr nachzählen, Herr? Nein, danke. Danke. Bravo. Bravo. Ich will keinen Beifall. Wolf, oh. Sprich mit mir. Sie ist wieder da. Wo ist sie? Ich weiß, dass du da bist. Warum kann ich dich sehen, aber nie deine Gefährten? Wer beschützt sie? Tja, weiß ich auch nicht. Hat dich etwa diese Kleine verzaubert? Das ist doch armselig. Hättest du sie getötet, wäre das schon ausgestanden. Verschwindet! Weg! Unser Spiel ist fast vorbei, Wolf. Ich will nicht. Und du bist ein Teil von meinem Plan. Das warst du von Anbeginn. Nein, nein, da habt ihr euch geirrt. Niemals! Ich kenne euer Schicksal. Ihr werdet mir eine Frage stellen. Und sterben, bevor sie beantwortet wird. Wer seid ihr? Oh, was soll ich denn bloß tun? Was soll ich bloß tun? Was soll ich jetzt tun? Ich gebe ihr das Geld, selbst wenn es bedeutet, dass ich sie verliere. Das ist das Einzige, was ich tun kann. Ja, dann kann sie sicher heimkehren und die Königin kann ihr nichts mehr anhaben. Natürlich müsstest du dich dann umbringen, wenn sie weg ist. Dein Leben ist kein Pfifferling mehr wert. Ach, wirklich nicht? Natürlich nicht. Ja, das sehe ich auch so. Augenblick mal. Sie mag vielleicht weggehen, aber das ist doch kein Grund, es nicht zu versuchen. Mach ihr einen Antrag. Ja. Gib ihr genug Geld, um den Spiegel zu kaufen und den Rest übergibst du ihr als Mitgift. Oh. Gute Idee. Dann ist alles fair, dann hat sie die Wahl. Danke. Gern geschehen. Schnapp! Ja! Der Einsatz erhöht sich auf 500 Goldwendel je Runde. Das ist zu hoch für mich. Tja, lebt wohl. Und kommt bald wieder, wenn ihr Geld habt. Ist das hier das beste Restaurant der Stadt? Wisst ihr, wie spät es ist? Verschwinden! Nein, ich möchte gern das ganze Restaurant reservieren. Ich brauche es für einen Heiratsantrag. Also, ihr müsst euch sofort an die Arbeit machen. Die Gerichte, die ich mir vorstelle, erfordern zwanghafte Aufmerksamkeit und jede Menge an Marinieren und anderen Vorbereitungen. Also, ich wünsche mir romantisches Essen. Essen, das sie von den Füßen haut, aber sie gleichzeitig an ihren Stuhl fesselt. Ist das klar? Ich will, dass sie das Gefühl hat, dieses Essen verändere ihr Leben. Das muss das beste Essen sein, das je gekocht wurde. Ich bin der beste Koch der neuen Königreiche. Menschen fahren hunderte von Meilen, um bei mir zu essen. Ja, aber meine Auserwählte kommt aus einer anderen Dimension. Passt auf. Aber das sind 13 Hauptgerichte. Zu viel? Nicht, wenn man wirklich sehr hungrig ist, schätze ich. Wie viele Gäste erwartet ihr? Nur wir zwei. Nur zwei? Ich dachte, ihr erwartet mindestens 20. Das ist viel zu viel Essen für zwei Personen. Ihr habt recht. Verzichten wir auf die Suppe. Ich habe ihn gefunden. Ja, ich kenne diesen Ort. Er liegt etwa 30 Meilen von hier entfernt. Die Lage wendet sich doch noch zum Guten. Und jetzt gib mir den Trollkönig. Er will nicht mit uns sprechen. Sag ihm, dass seine Kinder tot sind. Tot? Tot? Die sind so gut wie tot, falls du nicht bereit bist zu einer Unterredung. Ihr Miststück! Triff mich auf der Apfelplantage der Mary Pepys. Du kommst alleine und unbewaffnet, oder ich werde dir die Kehle durchschneiden. Yeah.
Schnapp! Schnapp! Ich habe immer noch jede Menge Geld übrig. Den Rest bekommt Virginia. Und dann kann sie sich damit immer noch den Spiegel kaufen. Verdammt, was für ein Trottel. Jetzt hätte ich doch fast das Wichtigste vergessen. Entschuldigt bitte, ich möchte gerne... Einen Augenblick, mein Herr, die morgendlichen Pflicht. Ich habe es aber ziemlich eilig. Wenn ihr euch gedulden würdet, Herr, es wird nicht lange dauern. Okay. Geht an mir das Herz auf? Und nun, was kann ich für euch tun, mein... Ich habe Geld. Euch einen herrlichen Morgen, mein Herr. Womit kann ich euch dienen? Ich hätte gerne einen Verlobungsring, und zwar nicht so einen gewöhnlichen Ring. Wir führen keine gewöhnlichen Ringe, mein Herr. Ach so. Erzählen Sie mir ein wenig von der Glücklichen. Ist sie ein schmächtiges Ding? Nein. Saftvoll, schlank, perfekt. Unscheinbar oder hübsch? Sie ist sensationell. Wollt ihr mich beleidigen? Aber ganz gewiss nicht, mein Herr. Ich versuche nur, den richtigen Ring für euch zu finden. Es gibt einige Ringe, die könnten die Braut möglicherweise erdrücken. Kein Ring kann schöner sein als meine Virginia. Oh, mein Herr, wie romantisch. Das klingt nach der einen oder einer Million. 10 Millionen, 100 Millionen. Dann möchte ich euch nicht beleidigen, indem ich euch diese alltäglichen Verlobungsringe aus Gold und Diamanten präsentiere. Gold, Diamanten. Oder selbst diese hier, von Hand hergestellt von den königlichen Zwergen. Königliche Zwerge? Weidet eure Augen stattdessen an diesen hier. Ich möchte nicht taktlos sein, mein Herr, aber diese Ringe sind geradezu schamlos teuer. Ach, Geld spielt doch keine Rolle. Ich liebe Kunden wie euch, mein Herr. Oh, die waren wirklich schön. Oh, nein, nein, mein Herr. Für euch schwebt mir... etwas Einzigartiges vor. Bitte sehr. Ich bin hier das beste Stück. Ich bring eure Liebe. Das ist ein singender Ring, werter Herr. Puff, puff. Ein singender Ring. Den muss ich haben. Die Schöne, die dieses Schmuckstück erhält, hat keine Wahl. Sie muss ganz einfach Ja sagen. Seid ihr sicher? Einem singenden Ring ist noch nie ein Korb erteilt worden. Noch nie? Ihr bekommt ihn mit einer lebenslangen Liebesgarantie. Ich nehme ihn. Er gehört euch. Für lächerliche 7000 Goldwände. 7000? Oh, 7000? 7000? Gibt es da ein Problem, mein Herr? Wir führen noch etwas bescheidenere Ringe für weniger wichtige... Nein. Ich nehme ihn. Noch einmal zum Abschluss, Herzchen. Was soll das? Wir haben über 4000 gewonnen. Wir können jetzt Schluss machen. Bist du sicher, dass 4000 reichen? Noch einmal auf eine Karte. Nein, was tust du denn da? Schon die ganze Nacht gespielt, du bist müde. Nein, noch einmal mit der ganzen Beute. Pass auf, die kriege ich geknackt. Ich werde kichern und lachen. Ah, dein Mädchen glücklich machen. Oh, das wird der glücklichste Tag meines ganzen Lebens. Ich kann's kaum erwarten, dann wirst du endlich starten. Psst, du verwirbst noch die ganze Überraschung. Sei still. Ach, was hab ich für ein Schwein? Wird der Schmuck an ihrem Finger sein? Jetzt muss ich nur noch... Du meine Güte! Oh, je, je! Oh. Wenn bloß Toni Glück gehabt hat. Oh.
du gewesen? Ich war nur mal kurz was erledigen. Wie läuft's denn bei Ihnen? Tut mir leid, Herzchen. Ihr habt sicher mehr Glück beim nächsten Mal. Ja, du hast mir wirklich Glück gebracht. Also, vereinbart ist vereinbart. Obwohl ich eigentlich glaube, dass du lieber einen Hundekuchen hättest als dieses Geld. Prinz! Könige sind immer prädestiniert fürs Glücksspiel. Was seht ihr mich denn so an? Sollten wir nicht lieber zu der Auktion gehen? Die Auktion, die Auktion, die Auktion! Und damit kommen wir zu Los Nummer 7, einem Zauberspiegel, datiert auf frühes Dornröschen, der angeblich über Zauberkräfte verfügt. Wer macht das erste Gebot für dieses außergewöhnliche Stück? 100? 200? Ein Notfall, ein Notfall! Lass uns bitte durch! Entschuldigt! Entschuldigung, darf ich... Oh Mann! Sein Geld ist ihm zum Verhängnis geworden. Geht weiter, Leute! Das ist nur ein toter Elf. Schwirrt ab, der flattert nicht mehr mit den Flügeln. Und als letztes Gebot habe ich 3.800 Goldwendel. Bietet jemand mehr? Zum ersten. Zum zweiten? 5.000! 5.000? Ja. Bietet jemand mehr als 5.000 Goldwendel? 5.000! Zum ersten? Zum zweiten und... 10.000! Oh mein Gott, er ist es! Gott sei Dank, wo hat er 10.000 her? Bietet jemand mehr als 10.000? Verkauft an den Herrn mit der Pfeife. Euer Name, mein Herr? Ich bin der Jäger. Ich bezahle sofort. Er trägt den Spazierstock des Elfs. Daher kommt das Geld, er hat den Elf umgebracht. Na komm schon, wir können hier nicht einfach stehen bleiben. Das ist ein Stück unserer Auktion. Es handelt sich dabei um eine Bemerkung. Ja. Tut mir leid, hier dürfen nur Käufer rein. Ja. Kommt mit. Aus 22-karätigem Gold. Das Werk trägt den Titel Erstarrte Wut. Sind wir schon so früh, Ihr Majestät? Wir treffen die Königin noch erst in einer Stunde. Halt die Klappe! Wenn sie eintrifft, darf sie nur mich sehen, unbewaffnet, oder sie wird sich nicht nähern. Verstanden? Jawohl, Euer Majestät. Ihr müsst doch nicht an alten Knochen nagen, Euer Majestät. In unserer Speisekammer findet ihr gutes Essen. Ja, aber Markknochen? Ich hoffe, Euer Majestät, halten uns nicht für anmaßen, doch dürfen wir jetzt sagen, dass wir königlicher Hoflieferant für Sitre sind? Oh mein Gott, das ist ja wie im Märchen. Erst erscheint unser Prinz Wendel und jetzt auch noch... Sei auf der Stelle still, bitte. Ihr scheint ja eine nette Familie zu sein. Was hat euch denn der Prinz so erzählt? Er hat uns alles erzählt, dass er in Wirklichkeit ein Hund ist und so. Oh, schade. Das war nun leider die falsche Antwort. Ich bin allein und unbewaffnet. Genau wie ich. Ich habe getan, was ihr verlangt habt. Also, wo sind meine Kinder? Um ganz ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung. Ich habe sie nur als Vorwand benutzt, damit du dich mit mir triffst. Dann werde ich euch töten. Möchtest du nicht zuerst meinen großartigen Plan erfahren? Ich kannte euren Plan doch schon von Anfang an. Ihr wollt einen Doppelgänger auf den Thron setzen
und das vierte Königreich selbst regieren. Glaubst du wirklich, ich habe 7 schreckliche Jahre im Gefängnis gesessen, nur um über 1 der 9 Königreiche zu herrschen? Ich will alle zusammen regieren. Aber wo ist da mein Platz? Ja, ich verstehe, was du meinst. Jetzt reicht's mir. Trolle! Erhebt euch! Das habt ihr wohl nicht erwartet, was? Meine Männer waren schon eine Stunde vor euch hier. Deine Voraussicht ist beeindruckend. Doch wenn du schon vor 2 Stunden gekommen wärst, dann hättest du mich gesehen, wie ich die Äpfel vergiftet habe. Giftmischen ist für mich eine Wissenschaft. Und ich scheine sie hervorragend zu beherrschen. Ihr kennt das alte Sprichwort, Rettich. Eine Armee marschiert zuallererst mit dem Magen. Wirst du mich jetzt schlagen? Nein. Ich werde dich jetzt wieder nach Hause bringen. Ausgezeichnet. Ist da mein Frühstück drin? Nur wenn du dich in einen Troll verwandeln willst. Kutscher, fahr los. Ich verstehe das nicht. Einfach verschwunden. Und was hast du jetzt für einen Plan, Anthony? Mich betrinken. Barkeeper, eine Flasche Bier und eine Schüssel Bier für meinen Freund. Bei uns gibt es nur Cocktails, meine Herren. Amors sanftes Erröten, ein verzauberter Abend, eine schnelle, intensive Nummer an der Wand. Hallo, Leute! Hat einer von euch Virginia gesehen? Sie kommt in ein paar Minuten. In ein paar Minuten. Anthony, hör mir gut zu. Du darfst auf keinen Fall dem Wolf gestatten, den heutigen Abend allein mit deiner Tochter zu verbringen. Wieso nicht? Das fragst du noch. Denk mal daran, wo wir hier sind. In der Liebeshauptstadt der Königreiche. Sie wird völlig zerzaust zurückkehren. Mann, hab ich einen Mordshunger. Ich hab den ganzen Tag gefastet. Ich könnte ein ganzes Pferderegiment verdrücken. Weißt du, ich muss mal kurz mit dir reden. Um was geht's, Tony? Ich glaube, du weißt, warum ich mir Sorgen mache. Sind's deine Haare? Ich weiß, sie fallen aus. Es geht nicht um meine Haare, sondern meine Tochter. Tochter? Ja, ich muss wissen, ob deine Absichten ehrenhaft sind. Nein, eigentlich nicht. Nicht? Ja, ich kann es nicht leugnen, dass sie knapp am Rande des Unehrenhaften vorbeischlittern. Er wird sie flachgelegt haben, bevor du und lebten glücklich bis an ihr Ende sagen kannst. Okay, also schön, hör mal. Virginia ist ein leicht verwundbares Mädchen. Oh, und sie ist Virginia. Sehr sensibel. Hi. Du siehst einfach umwerfend aus. Bist du bereit? Ach, weißt du, Wolf, was? Ich habe keine Lust auszugehen. Oh nein, nein, ich habe alles geplant. Ich habe keinen Hunger. Oh nein, ich habe mir so viel Mühe gegeben, diesen spontanen Abend vorzubereiten. Na ja. Okay, aber wir bleiben nicht lange. Oh, mach dir keine Sorgen, Toni, deine Tochter ist in guten Händen. Du verabschiedest dich gerade von der Jungfräulichkeit deiner Tochter, Anthony. Mit niemandem. Auf zum Restaurant, Kutscher. Und fahrt so romantisch, wie ihr könnt. Wo kommt denn die Musik her? Gefällt sie dir? Mhm. Diese Melodie habe ich extra für dich komponieren lassen. Sie heißt Stunde der Wahrheit. Thank you.
verdammt gut gehendes Geschäft. Ich habe einfach nur zu früh expandiert. Und dann hat mich die Rezession voll erwischt und ich, naja, ich habe alles verloren. Mein Geschäft, meine Frau, meine Selbstachtung. Tja. Trinken wir auf Tony Lewis, den größten Versager der 10 Königreiche. Nein, Anthony, mein Versagen ist wesentlich schlimmer als deines. Das war eine Prüfung, ob ich des Königsthrones würdig bin, und ich habe versagt. Ach, komm schon, was soll das? Du konntest nichts dafür, dass man dich in einen Hund verwandelt hat. Hätte jedem passieren können. Anthony, ich fange an, Dinge zu vergessen. Zum Beispiel die Namen meiner Eltern und viele Einzelheiten aus meinem Leben. Es ist, als ob mir jemand mein Leben stehlen würde. Eine Nachricht für euch, mein Herr. Nimm den Hund und binde ihn an den Pfosten in der Mitte des Marktplatzes. Wenn du das nicht in 15 Minuten getan hast, werde ich den Spiegel in 100.000 Scherben zerschlagen. Was? Wo habt ihr das her? Das kommt vom Portier, mein Herr. Das ist von dem Jäger. Woher weiß er denn, dass wir hier sind? Was sollen wir jetzt tun? Du bist ohne Zweifel das tollste Mädchen der ganzen 9 Königreiche. Ich wette, das sagst du all deinen Freundinnen. Du bist meine erste Freundin. Was? Doch nicht die erste, die... Erste überhaupt? Oh ja. Ein Wolf bindet sich nur einmal im Leben. Bin ich etwa nicht dein erster Freund? Oh, nein. Oh Gott, ich hatte schon mehrere Freunde. Oh. Oh, aber das... Das war nichts Ernstes. Ich... Es fällt mir sehr schwer... einem Mann zu vertrauen. Ich wage es immer erst zu springen, wenn ich mir sicher sein kann, dass ich auch wirklich aufgefangen werde. Oh, ich werde dich auffangen. Und falls ich dich aus irgendeinem Grund verfehlen sollte, werde ich an deinem Bett sitzen und dich gesund pflegen. Nein, ich kann das einfach nicht. Das ist ausgeschlossen. Was ist, wenn er uns beide mit seiner Armbrust erlegt? Wir laufen da vielleicht direkt in eine Falle. Freude, Freude und großes Glück für euch. Warte mal einen Moment. Der Platz. Er wird mich dabei beobachten, wie ich dich auf dem Platz zurücklasse. Und? Das heißt, er braucht einen guten Überblick. Das bedeutet, er beobachtet uns von irgendwo. Irgendwo weit oben? Ja, genau. Von irgendwo, wo er... Der Turm! Das ist es. Dort wird er sein und da ist auch der Spiegel. Blick nicht nach oben, nicht nach oben! Tu mal so, als würdest du dich wehren. Mach schon! Oh. Mein Gott! Was für ein unglaublicher Abend. Danke. Herzlichen Dank. Das muss dich doch ein Vermögen gekostet haben. Ich habe ein Geschenk für dich. Ein ganz besonderes Geschenk. Du bist das glücklichste Mädchen der ganzen Welt, weil er heute um deine Hand anhält. Mach nur einen ganz lockeren Knoten. Ich bin schneller als er. Na gut. Und was ist, wenn wir uns nicht wiedersehen? Oh, das werden wir. Okay. Viel Glück, Majestät. Alles bezahlen können. Was?
Wovon bezahlst du denn das alles? Oh, ja, ich habe gestern den Hasenjackpot gewonnen. Letzte Nacht? Mhm. Aber du hast doch gesagt, du hast alles verloren, oder nicht? Was so? Oh, na ja, ich habe ein bisschen was gewonnen. Du hast gesagt, du hast alles verloren. Ich weiß, aber sieh nur dieses wunderschöne Stück. Als du mir draußen gesagt hast, wie sehr du mich liebst, da hast du gelogen. Was ist auf einmal geschehen? Ich kann ja nichts mehr sehen. Ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern. Wie viel? Ich weiß nicht, das waren so, na ja, so um 10.000. 10.000? 10.000? Wir hätten dafür den Spiegel kaufen können und du wirfst es für ein Essen raus? Nein, ich habe es nicht für ein Essen rausgeworfen, ich habe es für dich ausgegeben. Wir hätten zurückkehren können. Wir könnten zu Hause sein. Verstehst du das denn nicht? Ich gehöre nicht hierher. Ich will nach Hause. Nein, zu Hause, das ist vorbei. Ich habe so viele Dinge für dich vorbereitet. Hinterm Haus wartet eine Gondel und es gibt ein Feuerwerk und noch mehr Champagner. Ich bin dir doch vollkommen egal. Es geht dir doch nur um dich selbst. Nein, das ist nicht wahr. Ich will dich nie wiedersehen. Nein, Virginia, bitte geh nicht. Virginia. Ein Mädchen wie sie in ein Monster wie mich verliebt. Prost sie nur hin. Das ergibt keinen Sinn. Sie nicht kriegen.
zu so einem Versager getrieben? Was ich dir die ganze Zeit sagen wollte. Du bist nichts ohne mich. Wirst du zu mir zurückkehren? Wirst du dich wieder mir zuwenden? Ja. Kann es jetzt nicht noch schlimmer kommen? Idiot! Dieser Spiegel war unsere einzige Möglichkeit, nach Hause zu kommen. Anthony? Jetzt nicht. Ich glaube, sie ist im Moment nicht besonders gut auf dich zu sprechen. Vielleicht hättest du nicht mit dem Spiegel aufs Dach gehen sollen. Manchmal kommt es einem so vor, als würde alles schiefgehen. Das bildest du dir nur ein. Pass bitte auf, dass du dich nicht schneidest. Da! Da ist der Spiegelzerbrecher! Da ist er! Spiegelzerbrecher! Ja, er hat den Zauberspiegel zerbrochen! Das bringt ihm ja Unglück! Ach wirklich? Kommt schon, Leute. Ihr werdet doch nicht etwa solchem dummen Aberglauben nachhängen. Ja, alles klar. Glaubt nicht so ein Zeug, dann passiert euch auch nichts. Was ist? Hast du diesen riesen Stein gesehen? Der ist... Was für ein irrer Zufall. Spiegelzerbrecher, verschwinde schon aus der Stadt. Wir brauchen hier nicht dein Unglück. Was ist denn? Schon gut, schon gut, schon gut. Das hat keinen Sinn. Wir brauchen den Rahmen. Es fehlen zu viele Stücke. Wir müssen noch mal zurück. Was steht auf der Rückseite? Moment mal, warte. Warte, bring die Stücke nicht durcheinander. Wir haben Stunden gebraucht, um das so weit zusammenzusetzen. Was tust du da? Sieh nur. Ja, vielleicht ist das irgendwie ein geheimer Hinweis, aber... Mann rot von Krieg von Rachenberg. Na ja, vielleicht geht's um eine Schlacht. Nein, das ist ein Zeichen von dem Hersteller. Oh. Warte, hier. Siehst du? Hergestellt. Was? Das ist es. Hergestellt von den Schergen von... Von den Rachen... Berg. Nein, warte mal. Berg. Hergestellt von den Schergen von Rachen... Von... Das sieht wie... Das ist ein D. Nein, die Lücke ist zu groß dafür. Drachen. Mhm. Hergestellt von den Zwergen vom Drachenberg. Ach, du Schande. Der Drachenberg. Prinz, weißt du, wo der liegt? Na ja, schon. Aber... Er weiß, wo der ist. Gut, gehen wir. Aber uns noch ein Unglück zustößt. Ihr solltet wissen, dass es ziemlich weit weg ist. Und wisst ihr was noch? Wir sollten zu dem Bauernhaus gehen und uns mit Proviant eindecken, bevor es losgeht. Das ist kein Gold. Aber ja. Das ist Katzengold. Das war ein echter Schleuderpreis, denn das ist das hässlichste Kunstwerk, das du je gesehen hast. Was ist denn das auf einmal für ein Lärm, hä? Ah! Ah!
Oh, meine Backen sind wie aus Gummi. Ich glaube, da ist niemand. Doch, ich habe was gehört. Wir sollten mal hinten rumgehen. Nein, warte, da kommt jemand. Oh, oh mein Gott, Sie sind wieder da! Das sind Sie! Los! Sie! Willkommen zu Hause, Euer Majestät, und meinen Glückwunsch. Wir waren in furchtbarer Sorge. Ein Glück, dass ihr wieder da seid, Euer Hoheit. Es gibt noch so vieles zu organisieren. Lord Rupert ist unterwegs, um eure Geschenke für die Krönung abzuholen. Diesen Diener kenne ich nicht, Hoheit. Ein neues Mitglied eurer Dienerschaft? Ich möchte gleich in meine Gemächer. Aber natürlich, Majestät, ihr müsst erschöpft sein von eurer langen Reise. Nein, ich muss dringend urinieren. Und zwar auf der Stelle. Sonst muss ich mein Bein heben. Aber natürlich, kann ich euch etwas in eure Gemächer bringen lassen? Ja, was nehme ich für gewöhnlich? Ein Kakao und ein Käsesandwich, Sir. Wirklich? Eure Lieblingsmahlzeit, Euer Majestät. Wow. Dann nehme ich das und schick mir noch einen Teller mit saftigen Knochen mit, ja? Verschwindet! Wir kümmern uns um die Pferde! Ich war schon einmal am Drachenberg, als ich ein kleiner Welpe war. Ich meine, ein junger Prinz. Der Eingang zum Königreich der Zwerge liegt irgendwo ganz weit oben. Es war ein ziemlich weiter Weg, aber ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wo es war. Ehrlich gesagt, ich kann mich an immer weniger Dinge erinnern. Ich werde mehr und mehr, naja, hündischer. Drachenberg-Zugangserlaubnis erforderlich. Wofür eine Zugangserlaubnis? Hier ist nichts. Naja, es muss irgendwo da oben am Berg sein. Komm mit. Ich wünschte, ich könnte mich daran erinnern, ob die Drachen noch leben. Nein, verdammt! Nein, nein, halt! Da was Wichtiges drin? Hast du das gesehen? Beide Träger zerreißen im selben Augenblick. Wie groß ist dafür die Wahrscheinlichkeit? 1 Milliarde zu 1. Ja. Oder du hast sie nicht richtig festgebunden. Nein, es war richtig festgebunden. Das ist meine Pechsträhne. Ach ja, und ich krieg das Glück von allen Seiten, weil ich mit dir reisen darf. Das. Wenn du mir irgendetwas zu sagen hast, dann raus damit. Alles ist besser als dein Schmollen. Ich schmoll doch gar nicht. Junge Frau, ich... Ich frag mich nur, was du mit dem Spiegel auf dem Dach zu suchen hattest. Wie konntest du nur? Mit dem Spiegel, unsere einzige Hoffnung. Geht es immer noch um den Spiegel, der ist hin. Ich hab gesagt, es tut mir leid, aber es ist geschehen. Weißt du, ich verbring mein Leben damit, auf dich aufzupassen. Da lasse ich dich 5 Minuten allein, du was passiert. Du hast auf mich aufgepasst? Wer hat dich denn großgezogen? Ich arbeite Tag und Nacht, hast du je daran gedacht? Immer nur die arme kleine Virginia. Für dich gibt's immer nur ich. Manchmal könnte ich dich wirklich hassen. Wenn du meinst, dass es hilft, dann hass mich. Lass es ruhig zu, ich bin daran gewöhnt. Alles klar. Hier ist es viel besser als in dem anderen Schloss. So viel ist jedenfalls sicher. Niemand hat mir geholfen. Habe ich selbst geschafft. Und? Hallo? Hallo? Ist da jemand? Hey, kommt her, da ist die Königin.
los! Hey, Majestät, wir sind wieder da! Gesund und tierisch gut auch! Ich muss gestehen, dass ich äußerst überrascht bin, euch zu sehen. Könntet ihr einen eurer Spiegel benutzen, um Pops zu kontakten? Er wird sich große Sorgen um uns machen. Ja. Ihr kennt also noch nicht die furchtbare Wahrheit. Wir waren auf Eis gelegt. Wir waren pures Gold. Euer Vater ist ermordet worden. Wer hat das getan? Die Kleine. Sie hat euren Vater vergiftet. Schwört, dass ihr sie zur Strecke bringt. Warte, wo willst du hin? Hier ist der Weg. Nein, da geht es runter. Da ist es abschüssig. Hier geht es rauf. Das ist nicht mein Trampelpfad, das ist was für Ziegen. Der Weg führt um den Hügel herum nach oben. Prinz, habe ich recht. Anthony? Ich weiß, dass das ziemlich unverschämt ist, aber könntest du mich ein bisschen knuddeln? Siehst du, ich hab recht, da geht's lang. Bitte, geh du deinen Weg, ich nehme meinen. Okay, schön, geh ruhig, aber mach mir keinen Vorwurf, wenn dich die Drachen erwischen. Ich werde da nicht lang gehen. Okay. Denn es ist der falsche Weg. Oh nein, Entscheidungen. Kommst du mit mir mit? Du weißt, dass der Weg richtig ist, oder? Warum hört sie nicht auf mich? Sie ist sowas von stur. Du bist mit mir gekommen, weil das der richtige Weg ist, oder? Nein. Nein? Ich bin mit dir gekommen, weil Virginia nicht versteht, was ich sage. Mich versteht sie auch nicht. Sieht fast so aus, als hätte er recht. Das gibt's doch nicht! Seit wann bauen Wespen ihre Nester so weit oben? Ausgerechnet, da musste ich mit der Hand reinlangen. Das ist einfach unglaublich, das sage ich dir. Tony, ich habe Angst, dass ich meinen Verstand verliere. Nein, das tust du nicht, okay? Jetzt denk bitte nicht weiter drüber nach. Nein, tue ich ja nicht, aber bitte versprich mir, mich zu knuddeln. Ja, knuddeln und streicheln. Gleichzeitig bitte. Oh, das ist schön. Oh nein, Tony. Es passiert wirklich. Ich werde zum Hund. Ich werde zum Hund und es führt kein Weg zurück. Oh, ich bin so müde. Immer nur müde. Ich brauche meinen Dösschlaf. Ich wünschte, ich wäre ein Hund. Da kümmert sich jemand, füttert mich. Da müsste ich mir um nichts mehr Sorgen machen. Das wäre himmlisch. Hey. Du hast es geschafft. Ja. Wir sind schon eine ganze Weile hier. Wirklich? Mhm. Etwa eine Stunde. Ich wusste nicht, dass das ein Rennen ist. Ich wusste nicht, dass das ein Weg ist. Pfotenabdrücke! Sie müssen da lang sein! Paps ist blatt! Naja, da ist auch was Gutes dran. Nie wieder Prügel! Ja! Jetzt können wir echt mal voll versagen, ohne bestraft zu werden. Oh, ja. Endlich sind wir den alten Penner los. Ja, jetzt kann eine Elfe knutschen. Wartet. Was reden wir da? Er war unser Vater. Er ist mit uns auf die Jagd gegangen.
Er hat uns unsere ersten Waffen geschenkt. Er hat uns beigebracht, wie man ein Folteropfer stundenlang bei Bewusstsein hält. Wartet nur, bis wir diese kleine Hexe in die Finger kriegen! Ja! Ich glaube, du sitzt da auf jemandem. Hier ruht Ivan, der Optimist. Haben diese Leute den Drachen gefunden oder hat der Drache sie gefunden? Die Gräber sehen sehr alt aus. Hier gibt es sicher keine Drachen mehr. Das ist wirklich verrückt. Wir sind ein paar hundert Meter raufgeklettert. Vielleicht sollten wir besser heute Nacht hier bleiben. Was? Auf einem Friedhof? Augenblick mal. Wirklich? Bist du verrückt? Das war so eine dumme Idee von mir, den weiten Weg zu wagen. Es tut mir so leid, dass... Der Wolf fehlt dir, hm? Ja. Ach schön, ich werde dir was sagen. Ich glaube, das ist mein Ende, denn ich werde kaum noch weitere 7 Jahre Pech durchhalten. Aber vorher will ich noch was loswerden. Ich bin wirklich stolz auf dich. Ohne dich wären wir niemals so weit gekommen. Och. Umarm mich, mir ist kalt. Komm her. Knochen, großer Knochen. Prinz, was? Oh, wo hast du denn den her? Großer Knochen, großer Knochen. Ja, verdammt groß, mit Abstand der größte Knochen meines Lebens. Wo hast du den gefunden? Folgt mir! Na bitte, wir haben den Drachen gefunden. Der spuckt aber kein Feuer mehr. Nein, aber es sieht so aus, als ob er was bewacht. Das ist ein Eingang. Ja. Warte, Prinz! Na schön. Hier müssen Sie die Spiegel herstellen. Wow, man kann nicht mal das Ende sehen. Ich kann da nicht runter, nicht bei meinem Glück. Tja, das ist der einzige Weg. Oh, nein, nein, das glaube ich nicht. Ach, komm schon, setz dich einfach hinter mich. Nein, ich... Wenn die Zwerge das können, dann muss es sicher sein. Komm her, Prinz. Wie kommst du darauf? Vielleicht ist die Decke besonders niedrig. Virginia, vielleicht ist das keine Rutsche. Vielleicht führt das in den Futternapf eines Drachen. Oh, Schande. Komm schon, Dad, du schaffst es. Na bitte, gut gemacht. Toll. Blödes Schild. Die Geburt dieses Spiegels zu erleben.
Seit über 500 Jahren hat niemand mehr einen Spiegel der Wahrheit hergestellt. Ist euch klar, was die Strafe für das Betreten unserer geheimen Spiegelminen ist? Eine hohe Geldstrafe? Ihr seid des Todes. Das ist unser Berg. Wisst ihr was? Ihr könnt ihn behalten. Wir wollen nur zurück ins vierte Königreich. Wir haben nicht mal gewusst, dass man hier nicht rein darf. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Genau. Ihr habt unerlaubt das unterirdische neunte Königreich betreten und jeder, der versucht, unsere Geheimnisse zu stehlen, muss sterben. Geheimnisse? Nein, nein, nein. Ihr könnt eure Geheimnisse behalten. Wir brauchen eigentlich nur eure Hilfe. Genau. Wisst ihr, es gab da einen Zauberspiegel. Da ist ein kleines Malheur passiert. Du? Das warst du? Ist dir klar, was du angerichtet hast? Du hast einen der großen Reisespiegel zerstört. Ich konnte nicht wissen... Warte mal, hast du gesagt, einen der großen Reisespiegel? Heißt das, es existieren noch andere? Willst du die beiden anderen auch noch zerstören? Nein, nein, wir brauchen sie. Wo können wir sie finden? Ihr werdet hier nur den Tod finden. Bringt sie zum alten Schacht und schmeißt sie da rein. Was soll denn das? Prinz! Nein, nein, wartet, wartet! Hört doch mal auf! Moment! Seht nur! Das ist der Spiegel der Wahrheit. Seht ihr? Das ist Prinz Wendel, Enkel der bedeutendsten Frau, die je gelebt hat. Das ist wahr. Das ist Wendel. Und ich bin sein unentbehrlicher Übersetzer. Was für ein Zauber ist das? Was seid ihr für Reisende? Wir befinden uns auf einer geheimen Mission, um Prinz Wendel seine alte Form zurückzugeben. Ich bin eine sehr wichtige Persönlichkeit. Schon seit langem erzählt man sich die Geschichte von dem Tag, an dem der stolze Prinz vor uns stehen wird, auf vier Beinen. Genau, heute ist der Tag. Autsch! Oh, ich hab meinen verdammten Trollschädel schon 200 Mal angerumpft! Ich hasse Zwerge! Aus dem ersten Zwerg, den ich sehe, mach ich Hackfleisch! Ja! Wenn die einen Troll sehen, werden die sich auf dich stürzen wie eine Meute Hunde und dich in tausend Stücke reißen. Halt die Klappe! Was sind wir denn? Trolle oder Mäuse? Wir sind Trolle, ja! Trolle, die sich vor nichts fürchten! Doch gar nicht! Die Zwerge betreiben schon seit Jahrtausenden Bergbau in diesen Höhlen. Ganz früher hatten wir schreckliche Verluste hinzunehmen, weil es in den Höhlen von Drachen nur so wimmelte. Naja... In diesen Höhlen gibt es Quecksilber, worauf, wie ihr zweifelsohne wisst, männliche Drachen ganz wild sind. Ah, das ist quicklebendiges Quecksilber. Normales Quecksilber ist viel zu langsam für Zauberspiegel. Die meisten Versuche, einen Zauberspiegel herzustellen, schlagen völlig fehl. Sie spiegeln dann nur. Aber manchmal, dank der herausragenden Kenntnisse der Zwerge... Ihr leidet doch nicht an einer Pechsträhne, oder? Wir suchen einen Reisespiegel, um den zu ersetzen, der kaputt gegangen ist. Womit wir aber nichts zu tun hatten. Nein. Reisespiegel? Ich bezweifle, ob unsere Aufzeichnungen so weit zurückgehen. Ja, genau wie ich es mir gedacht habe. Aber wir haben noch eine winzige Chance. Mal sehen, ob wir Gustav wecken können. Kommt mit, er ist da hinten. Gustav, du hast Besuch! Ihr müsst laut sprechen, er ist fast taub. Gustav, wir müssen dir eine Frage stellen. Eine Frage! Es geht da um Reisespiegel. Eine Antwort kann ich euch nur bringen, wenn eure Fragen in Reimen erklingen. Alle frühen Spiegel sprechen in Reimen. Ja, natürlich. Gibt es noch Reisespiegel in einer Lade, die uns helfen könnten bei unserer Eskapade? Eskapade? Drei herrliche Spiegel brachten wir einst in Form, doch der Preis dafür, der war enorm. Okay, super. Wo sind die anderen beiden? Unser Spiegel zerbrach wie ein Ei. Wo zum Teufel sind die anderen zwei? Spiegel Nummer 1 wurde leider zerbrochen, weil der Trottel Toni damit aufs Dach
gekrochen. Ja, ja. Spiegel Nummer 2 im Bette liegt, während ihn sanft die Brandung wiegt. Ein Bett? Mit Brandung? Das Meeresbett? Ja, einer fiel in die große Nordische See. Ich würde sagen, den könnt ihr mit Sicherheit abschreiben. Was ihr sucht, ist längst dahin. Den dritten Spiegel hat die Königin. Oh Mann. Die Königin? Das fehlt uns gerade noch. Anthony, hast du zufällig noch einen Hundekuchen? Nein, nein, nein. Du hast uns geholfen sehr. Jetzt muss nur noch die Königin her. Sie lebt in der Nähe, doch nicht allein. An einem Ort, der nicht ihr Heim. In einem Schloss versteckt wunderbar, wo einst Schneewittchen Königin war. Schneewittchen? Prinz Wendels Schloss. Oh, ich wusste es. Oh, oh nein, nein! Spiegel ermordet! Nein, Spiegelmörder! Bitte. Tötet sie! Tötet sie! Schnell, komm! Los, los! Was war das? Wir müssen verschwinden! Ja, ich weiß, aber hör zu. Lass uns da runterrutschen, dahin werden sie uns nicht folgen. Ich bleib hinter dir. Nein, nichts ist in Ordnung. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte. Du musst einfach besser aufpassen. Das ist doch nicht meine Schuld, das ist die Pechsträhne. Wie viel schlimmer kann es noch kommen, sobald ich... Dad! Dad! Geht's dir gut? Oh, jetzt ist etwas Schlimmes passiert. Irgendwas gebrochen. Ich kann mich nicht bewegen. Schon gut, ich werde dir jetzt helfen. Oh, nein, nein. Wahrscheinlich ist die Wirbelsäule gebrochen. Schön. Okay, also wir werden... Wir müssen einen anderen Weg hier rausfinden. Wir können nicht da lang, wo wir hergekommen sind, also... Ich will nicht hier drin sterben. Du wirst schon nicht sterben. Wir müssen nur einen Weg hier rausfinden. Ich kann dir nicht helfen. Ich kann mich nicht bewegen. Tja, dann werde ich allein weitersuchen. Ich finde schon einen Weg hier raus und dann komme ich zurück und hol dich. Vielleicht kann Prinz die frische Luft erschnuppern. So viele Tunnel, du wirst nie zurückfinden. Ich werde einen Weg hier rausfinden und dann komme ich zurück, um dich zu holen, okay? Das verspreche ich. Ich hinterlasse eine Spur von Brotkrümeln. So finde ich dich wieder. Virginia, Virginia. Sorg nur dafür, dass du hier rauskommst. Ich komme zurück.
Für 7 Männer gab sie ihr Leben hin? Für einen guten Mann war sie die Gemahlin. Unter dem Eis der Schneewittchenfelle ruht die Schönste in eisiger Helle. Erschöpft aus. Bist du tot? Naja, schon. Ich denke, davon können wir ausgehen. Ich absolviere nur noch von Zeit zu Zeit kleine Auftritte als gute Fee. Aber ich kann immer noch Dinge beeinflussen. Und ich habe dich auf meine Weise geschützt, denn ich konnte dein Bild vor den Spiegeln der Königin tarnen. Aber schon bald, Virginia, wirst du sehen und gesehen werden. Ich verstehe nicht ganz. Hey! Wie findest du meinen Enkel, hm? Ich mag ihn. Ja, ich glaube, ein Hund zu sein hat ihm überhaupt nicht geschadet. Aber er verliert seinen Verstand. Deswegen musst du jetzt die Sache in die Hand nehmen. Er braucht dich und wir alle, um sein Königreich zu retten. Ich? Nein, ich glaube, ich bin nicht die Richtige dafür. Doch, du bist die Richtige. Ich habe schon auf dich gewartet, Virginia. Weißt du, meine Mutter war eine Königin. Und jeden Tag saß sie am Fenster, nähte, blickte hinaus in den fallenden Schnee und wünschte sich sehnlichst ein kleines Mädchen. Und eines Tages stach sie sich mit der Nadel in den Finger und 3 Tropfen Blut fielen in den Schnee. Da hat sie gewusst, dass sie bei meiner Geburt sterben würde. Mein Vater hat sehr lange um sie getrauert. Aber schließlich heiratete er wieder, weil er so einsam war. Meine neue Mutter brachte nichts weiter mit in unser Schloss als ihre Zauberspiegel. Und jeden Tag schloss sie sorgfältig ihre Türe, zog sich all ihre Kleider aus, betrachtete sich im Spiegel, dann sagte sie: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Und der Spiegel antwortete: Frau Königin, ihr seid die Schönste im Land. Dann war sie zufrieden, denn sie wusste, dass der Spiegel die Wahrheit sagt. Aber ich wuchs heran. Und als ich 7 Jahre alt war, war ich so hübsch wie du. Und eines Tages, als die Königin ihren Spiegel fragte, antwortete der Spiegel ihr: Frau Königin, ihr seid die Schönste hier. Aber Schneewittchen ist 1000-mal schöner als ihr. Und meine Stiefmutter hat ihren Jäger gerufen und gesagt: Bringt das Kind hinaus in den Wald, ich will es nie wiedersehen. Kannst du dir diesen Augenblick vorstellen, Virginia? Wenn dir klar wird, dass du so zum Fürchten bist, dass dich deine Stiefmutter umbringen lassen will. Aber als der Jäger sein Messer hob, fiel ich runter auf meine Knie und flehte ihn an: Lass mich leben, bitte, lass mich leben. Er steckte sein Messer wieder weg. Ich hatte so furchtbare Angst, dass ich in die Dunkelheit rannte. Ich rannte, bis ich nicht mehr konnte, und dann fand ich mich vor einem kleinen Häuschen wieder. Oh, das Haus haben wir gefunden. Ja, natürlich. Und als ich hineinging, hatte alles genau die richtige Größe für mich. Der Tisch war mit 7 kleinen Tellern gedeckt. Und als ich nach oben ging, standen dort 7 Betten, alle in einer Reihe. Ich war so müde, dass ich in einen tiefen Schlaf fiel. Und als ich aufwachte, kamen Männlein die Treppe hinauf. Sie hatten Lampen, das waren Grubenlampen, die im Dunkeln wie Glühwürmchen hin und her tanzten. Ich war starr vor Schreck. Und als sie mich entdeckten, riefen sie alle gleichzeitig: Was für ein hübsches kleines Ding. Sie sagten mir, wenn ich das Haus in Ordnung halten würde und kochen und waschen würde, nähen und stricken und alles sauber halten, dann könnte ich dort wohnen und es würde mir an nichts mangeln. Ich habe ihnen von meiner Stiefmutter erzählt und sie bekamen natürlich große Angst vor ihr. Sie sagten mir, ich dürfte nie in die Stadt oder Fremden die Tür öffnen. Ihre Spiegel spürten mich dann irgendwann auf. Sie verkleidete sich als alte Hausiererin und kam über die 7 Berge zu meinem Haus. 2-mal ist sie gekommen. Einmal mit einem Korsett, das mich zerquetschen, dann mit einem vergifteten Kamm, der mich töten sollte. Aber als sie das 3. Mal kam, brachte sie einen Korb mit den herrlichsten Äpfeln mit, die ich je gesehen hatte. Und diesmal blieb sie und sah zu, wie ich starb.
um ganz sicher zu gehen, hielt sie mich in ihren Armen, bis ich vor ihren Augen durch ein Stück vergifteten Apfel verschied. Und ich muss noch oft daran denken, wieso hatte ich sie reingelassen? Wusste ich denn nicht, dass sie böse ist? Ich wusste es. Natürlich wusste ich es. Aber ich wusste auch, dass ich nicht mein Leben lang meine Tür verschließen konnte, nur weil es gefährlich war, sie zu öffnen. Nur weil die Möglichkeit bestand, dass ich bedroht werde. Erklär mir, was hat das alles mit mir zu tun? Einfach alles. Du frierst. Du frierst, Virginia. Wieso frierst du nur so sehr? Du irrst immer noch durch den Wald. Aber verlorene Mädchen wie wir können uns durchaus selbst retten. Du stehst kurz davor, etwas ganz Großes zu sein. Nein, ganz sicher nicht. Bestimmt nicht. Ich bin überhaupt nichts wert. Eines Tages wirst du sein wie ich. Du wirst eine großartige Retterin für andere verlorene Mädchen sein. Jetzt komm. Steh auf. Steh auf. Dieser Spiegel wird dir zeigen, was du sehen willst und was nicht. Die Königin tötet vor allem mit Gift und so muss auch sie besiegt werden. Du musst den vergifteten Kamm finden, mit dem sie versucht hat, mich zu töten. Aber was kann ich allein denn schon ausrichten? Klammere dich nicht an das, was du weißt. Du solltest nicht denken, bloß leben. Oh, meine Fackel geht aus. Lass das Licht verlöschen. Umarme die Dunkelheit. Aber im Dunkeln finde ich doch den Weg nicht hier raus. Du hast einen Wunsch frei. Und ich versuche ihn dir zu erfüllen. Aber pass auf, dass du dir das Richtige wünschst. Na schön. Ich wünsche mir, dass Dads Pechsträhne vorbei ist. Ach, und dass seine Wirbelsäule nicht mehr gebrochen ist. Genau genommen sind das zwei Wünsche, aber sie seien erfüllt. Dein Vater schwebt in Gefahr. Du musst zu ihm. Na gut, aber wie finde ich ihn? Nicht. Geh einfach zu ihm. Beeil dich. Oh, Virginia. Ich bin dabei, den Verstand zu verlieren. Und ich hatte schon fast jede Hoffnung aufgegeben. Das verstehe ich sehr gut. Oh, mein Gott. Ich bewege mich langsam voran. Aber ich bekomme immer, was ich will. Wo ist der Hund? Der Prinz? Wo ist deine Tochter? Fahr zur Hölle. Ich frage dich nicht noch einmal. Ja, los, bring mich um. Mir ist alles egal. Du wirst mir alles verraten, lange bevor du stirbst. Steh auf und komm mit mir mit. Ich kann nicht aufstehen, meine Wirbelsäule ist gebrochen. Nein, ist sie nicht. Wie meinst du das? Hey, es fühlt sich besser. Oh, mein Gott, wie ist das passiert? Ich habe etwas ganz Wundervolles entdeckt. Was denn? Ein Weg hier raus? Viel besser. Besser? Willst du damit sagen, es gibt was Besseres als einen Weg hier raus? Ja. Was denn? Trödel nicht so rum. Sieh nur. Oh. Was denn? Nein, es... Sie war... Da war... Was? Hast du einen Ausgang gefunden? Ja. Warte, was machst du denn da? Hör zu. Kannst du das hören? Hören? Thank you.
glaube, wir sind wieder im vierten Königreich. Wo hast du den her? Spieglein, Spieglein in meiner Hand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Oh, das ist Christine. Nein. Nein, das ist unmöglich. Was? Das ist sie. Oh. Mein Gott, das ist deine Mutter. Oh. Jemand beobachtet mich. Das ist Mom. Das ist Mom. Was tust du da? Jemand bespitzelt mich. Nein, 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 das gibt's nicht. Das war Mom. Sie ist hier. Wie ist denn das bloß möglich? Sie lebt in Miami. Ich hatte keine Ahnung, wo sie ist. Ich habe dir irgendwas erzählt. Du hast immer nach ihr gefragt. Warum hast du den Spiegel weggeworfen? Ja, wenn wir sie sehen können, bedeutet das, dass sie uns vielleicht auch sehen kann und... Und was? Was glaubst du, was sie tun wird? Keine Ahnung. Wie kommt sie nur hierher? Sie hat den anderen Spiegel.